Moinsen Leute, hier ist die Konsole, let's play Darksiders. Wir wollen jetzt mal die Abgrundkette. Ups, ausprobieren. Ja, die fickt die. Die ist übel. Das ist ein richtiger Ficker. Ja. Okay, danke für diese Information. Hey, komm, ich bin ausgewichen. Was? Fick dich doch einfach. Geh doch einfach kaputt, Mann. Sie sieht einfach aus wie so ein Parasit hier. Nicht wie so eine Spinne, sondern wie eine Zecke. Eklig. Wie wär's mal mit Sterben? Sterbi? Ja, ich muss da ausweichen. Ich hab schon verstanden, aber ich will einfach noch totklatschen, zertreten am liebsten. Oh, geil, endlich. Hier. Krieg ich Leben? Nee, natürlich nicht. Wer schlecht spielt, kriegt natürlich kein Leben. Die erste wäre tot. Die anderen drei müssen wir noch. Zwei sind relativ nah am Ein-Slash-Ausgang. Oh oh. Ja, da kann ich ja jetzt mit was machen. Ich will eine rote Kette versuchen, sich dorthin zu ziehen, okay. Scheiß, muss ich jetzt auch noch lernen, oder was? Oder wie? Gleich, gleich, gleich. Was mal hier? Dankeschön. Nee. So, danke. Lutsch. Okay, also ich wäre jetzt hier. Jetzt ist... okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade meckern. Ja, irgendwie habe ich gerade... Ich würde gerne etwas höher, um mich daran festzuhalten, aber... Ah, okay. Ja, hoch. Okay, neues Areal. Nicht Ariel, aber Areal. So, guten Tag. Habe ich jetzt ein bisschen Krach gemacht? Die sehen sehr gut gelaunt aus. Was haben wir denn hier so schönes, feines? Ei weh. Dann machen wir es mal eben auf die altmodische Art. Ich sehe nichts. Ja. Okay, das hat ja wunderbar geklappt. Und zwar gar nicht. Wo wären hier die Punkte gewesen? Da oben. Okay, das ist wahrscheinlich, wenn ich runterfalle. Mhm. Der muss sich ein bisschen schneller werden. Splash! Ich sehe das schlecht in diesem Licht, wenn ich ehrlich bin. Motherfucking. Fuck, fuck. Wo ist das? Okay, knappe Kiste. Ich bin eigentlich noch drüber. Here we go again. Will ich sie überhaupt anvisieren oder kann ich direkt automatisch RT'en? Ich glaube, ich muss es anvisieren. Oh, ich hab's automatisch. Cool. Drüber. Gott sei Dank. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich, kann ich die... Gott.
warte mal. So geht das doch. Ja, schnauz die Pissgesichter. Wupp, da wollten sie gerade wieder sabbern. Dass ich die noch nicht endgültig vernichten kann, ne? Aber das war aber nur hochziehen, oder nicht? Ha. Ja, das ist RT auch scheißegal. Hallo, da ist niemand. Bitte, 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 bitte. Und jetzt können wir hier weitermachen. Splash. Okay. Ich muss offensichtlich da lang. Ah, das ist praktisch. Dass es das relativ automatisch macht. Jetzt müssen wir den Spinnentöter machen und da kommt anscheinend der nächste Warzenkäfer angeschissen. Ich werde jetzt erstmal hier die kleinen Scheißer töten, weil die nerven. Nee. So, schön drauf. Ich zerquetsch mal hier deine Brüder, Schwestern, Kinder, du weißt nicht. Nichten, Neffen. Okay, spawnen jetzt hier einfach unendlich viele, damit ich hier gut abgelenkt bin. Ja, wie wär's? Ich greife dich einfach an und töte dich, du fettes Rindvieh. Immerhin das klappt. Ich wollte zwar eigentlich die Schale nehmen und ihr an die Fresse werfen, aber ich befürchte, das geht nicht. Oh, jetzt habe ich das Falsche anvisiert. Bock auf Ikea-Bett? Nein. Okay, okay. Verstanden. Einmal bitte aus dem Weg gehen. Ja, ich hab verstanden, du hast scheiß Laune. Die hab ich auch gleich. Jetzt hab ich wieder das falsche Vieh ausgewählt. Hier. Morgenstern. Ja, komm, hast mir mitgegeben. Freu den Keks. Nein, nein. Ich kann auch so komisch Geräusche machen. Das macht mich nicht niedlicher, glaub's mir. Ja, alter Zibbe. Jetzt kriegst du hier richtig den Schlitzer deines Lebens. Fotze. Scheiß Vieh. Darf ich jetzt wieder raus? Ja, und die anderen beiden wissen wir ja auch, wo die sind. Geradeaus. Gebt mir nicht auf den Sack, Kinders. Wir werden keine Freunde, wenn ihr mich nervt. Was hat Mutti gerade gesagt? Ich drück doch B, Mann, fürs Zerquetschen. Was passiert eigentlich, wenn ich auf die andere Seite gehe? Das wollte ich eben mal herausfinden. Weil da war ich noch nicht. Nein, bleib doch einfach da hängen. Oh, es gibt Truhe. Gut, dass wir den mal geguckt haben. So, Schnauze. Wie schnell wächst dieses Kacknetz überhaupt nach? Ja, auf wie. Ja,
fallen lassen. Danke. Attackiert mich auch noch. Kommt mal her. Willkommene Abwechslung, kleinen Stinker. Lebensquell. Alter, wie viele sind denn das jetzt auf einmal? Ein ganzer Eiersack oder was voll. Der meinte, ach ja, wir schlüpfen hier frisch. Der Mann mit der roten Kapuze sieht sehr nett aus. Da gehen wir mal Hallo sagen. Ja, schlechte Idee. Ich bin nicht fucking Rotkäppchen. Oh Gott, ja, jetzt kommen sie alle. Wollte Autogramm oder was? Nein, bleib hängen. Anstrengend. So, jetzt kommen wir zum nächsten Früchtchen. Kann ich kackendreist einfach den Panzer abhängen? Ich muss sie wahrscheinlich runterboxen und die dann nehmen. Oder auch nicht. Fucking Panzer abnehmen, hätte ich gesagt. Splish! Cool, wie schwebe in der Luft. Kann man machen. Oh, vielen Dank. Ich wäre nicht darauf gekommen. Hey, kannst du nicht selbst ein kleines Netz spinnen? Zeig ihnen, wie man das macht. Halt deine Fresse, Henry. Ungefucking logen. Jetzt nicht. Er hat die besten Ideen und Kommentare überhaupt, ja? Und dann denke ich mir manchmal, mach es doch einfach mit gutem Beispiel vor, ne? Zeig mir doch, ich bin doch der dumme Bauernjunge. Zeig's mir doch aber. Junge, ich verwandle mich gleich, wenn du mir wieder auf den solchen Sack gehst. Da brauche ich auch keine epochale Mucke. Ich will hier einfach nur Kleng-Kleng machen. Eigentlich eher Klatsch-Klatsch, aber okay. Okay, gleich bin ich angepisst. Geh mir nicht auf den Sack. Olle Schrabbel-Oma. Ist gerade ein Harpunenangriff? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. So, Ende Gelände. Jetzt ist Sense. Will die mich eigentlich einweben oder was versucht die da? Will die nett mit mir plaudern? Nicht. Parasitentante. Ja, was soll der Scheiß? Das sieht behindert aus. Ja, jetzt kommen die kleinen Scheißer. Auf wie Splish. So, gebt mir euer Leben. Und mehr habt ihr auch nicht zu bieten. Ich sehe nichts. Ausgang. Gut. Kette. Das ist die Kette, mit der ich die Stufen zurück. Da geht's zur letzten epochalen Dreckspinne. Aber ich würde gerne einmal erstmal da, weil Truhe. Wohl eher Truhen. Naja, Heilung sieht dann nicht nach aus. Alles klar. Doch, ich habe mich geirrt. Es ist Seelen, Zorn und Leben. Die spielen darauf ab, dass man sich das alles krallt. Ich hätte es vielleicht auch, bevor ich zum Endgegner gehe, übrig lassen können. Aber die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Oh wow, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich spiele, weil ich gerade sehe, dass mein fucking Timer... Warum ist der... Ich mach mal hier eben 5 Minuten, weil... Ich glaube, ich bin schon drüber. So eine Scheiße.
Ja, dann machen wir zumindest eben hier alle Spinnen heute in dem Part. Das ist natürlich... habe ich richtig gepennt. Ich bin schon gewundert. Denk mir, hey, wieso komme ich so gut durch? 9 Minuten? Aufnehmen, Pan. For the win. So, wo ist denn unser epochales Kackvieh? Hallo? Hey, Schätzchen. Oh, fick dich doch. Epochales Kackvieh, ich nehme das da. Wie nett man mir da eine Lebenstruhe hinstellt, weil die denken sich auch schon so, jetzt kurz vom Ding, ne? Ja, vielen Dank, dass du mir auf den Sack gehst. Oh, wir sind im Krematorium, beziehungsweise im Mausoleum. Oh. Ich glaube, da ist schon der Endgegner. Oder nee, Miniboss müsste das sein. Endgegner ist der hinter der fetten Spidey-Tür. Oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin auch gerade voll krass aufgelenkt. Das ist aber sehr nett, wenn die mir noch vor dem Boss einen Mini-Boss reindrücken. Wie viele Spinnen sind die im Kackhaus? Alter, ich gehe auf zu greifen. Alter, ich sehe nichts, ne? Ich sehe nichts, blöde Schlumpfe. Ich gehe davon aus, dass es ein Weibchen ist. Irgendwie ist nämlich alles, was böse ist, in diesem Spiel weiblich. Außer einige männliche und rote. Vielleicht ein paar Dämonen. Man weiß es nicht. So, aufgeschlitzt. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Das heißt, ich wünsche viel Spaß und ja, way.